Ich bin der Pete Parker, der jüngere Bruder vom John Parker, und wir werden vom Kopfgeldjäger Jack gejagt. Der Regisseur, Produzent, Drehbuchautor von dem Film John Parker und der Verrückte. Ein Kurzfilm, Western, Sci-Fi. Der Film handelt über zwei Brüder, also Pete und John Parker. Die sind auf der Flucht und werden gejagt vom Kopfgeldjäger Jack, den Verrückten. Der möchte sich an den beiden rächen. Beziehungsweise eigentlich hauptsächlich möchte er sich an John rächen. Pete bekommt es natürlich auch ab. Klassisch ein bisschen düster angelegter Western mit der Rache als Hauptthema und die Beziehung zwischen den zwei Brüdern, wie sie zueinander stehen und wie sie für sich einstehen eigentlich. Ne? Ein Teil wurde in schönen Dobretsch gedreht, also in Kärnten, im Naturpark, und der andere Teil wurde dann in Niederösterreich gedreht. Zwei Tage hatten wir in Kärnten und einen Tag hatten wir in Niederösterreich. Also insgesamt drei Drehtage. Bei sehr angenehmen minus 21 Grad im Februar. Was ist minus 25? Minus 25 teilweise, ne? Je nachdem. Das Hauptproblem war natürlich die Kälte. Die Geräte sind uns abgestürzt. Also die Kamera hat nur noch rot gezeigt. K.O. für die Aufnahmen. Und das Wichtigste, was uns eigentlich gestorben ist, unter Anführungszeichen, war das Pferd. Also wir hatten ja auch ein Pferd eigentlich geplant gehabt. Für den Jack, den Verrückten, der sollte eigentlich ursprünglich am Pferd reiten. Und das ist im tiefen Schnee versunken. Und die Pferdebesitzer konnten es natürlich noch rausretten, zum Glück. Aber wir haben danach das abgebrochen und haben gesagt, das Pferd muss einfach nach Hause, weil das geht so nicht. Und haben dann natürlich den kompletten Drehplan umstrukturiert, dass wir auch ohne Pferd weitermachen können. Gedreht wurde der Film mit einer Arri-Kamera. Also wir haben Sponsoring bekommen von Arri, dafür ein herzliches Dankeschön. Und die FH hat mich natürlich auch unterstützt mit Equipment. Alles in allem war das eine runde Sache eigentlich. Das Team war super, also ich habe nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Vor allem, weil sich die Leute einfach das erste Mal am Set kennengelernt haben, alle. Und das hat natürlich super funktioniert. Wir haben klassisch ganz normal gecastet, wobei ein Cast eigentlich bei mir schon immer sicher ist. Also Gabriel ist eigentlich bei den meisten Produktionen von mir mit dabei im Board. Also David Ketter war dann der zweite, den habe ich beim Casting kennengelernt und der wurde mir auch vorher schon ein paar Mal empfohlen. Der hat eine super Ausstrahlung gehabt, der hat es wirklich umgesetzt, so wie ich es mir vorgestellt habe. Und da war dann klar, dass ich ihn dafür besetzen werde. Der dritte Schauspieler, der ist dann ein bisschen später dazu gekommen, Johannes Weichel. Der kommt eigentlich aus Deutschland. Also der war der Einzige, der so weit angereist ist. Der war super vorbereitet und der hat auch super bildlich einfach gepasst. Und also war super. Darf ich mal vorstellen? Ich bin der Gabriel Holzer und bin Schauspieler und spiele in den meisten Produktionen von Alex mit. Sicher schon 10. Ja, auf jeden Fall an die 10 Sachen, die wir schon gemacht haben, also ein Spielfilm, drei Kurzfilme, drei Musikvideos,
3 oder 4 Musikvideos sogar. Ein Trailer mal. Ja, auf jeden Fall 10 Dinge. Das war auf jeden Fall mein erster Westernfilm, weil in Wien werden nicht so viel Western gemacht. Ja, die Wetterbedingungen waren halt nicht so einladend, aber eigentlich, nein, es ist nie anstrengend. Es besteht halt viel aus Warten beim Schauspielern. Ja, ich habe generell ein Problem, wenn man mich fragt, wie ich mich auf eine Rolle vorbereite, weil ich da jetzt keine bestimmte Technik habe. Für mich ist wichtig, dass der Text einfach sitzt, dass ich dem aus dem FF kann. Für einen Western ist halt noch einmal schwieriger, weil es gibt ja nicht wirklich viel ein gutes Umfeld, wo ich mich jetzt in einen Western einlegen könnte. Ich könnte nach Nonem City fahren, da irgendwo draußen in Niederösterreich, glaube ich. Also viel Western schauen, versuchen und einfach erörtern, wie die sprechen, wie die Mimik ist. Also ich habe ganz viele Western vorher geschaut. Also querbeet, also die ganzen Sierra Leone Filme, spielen mir das Lied von Tod. Natürlich den letzten Quentin Tarantino Film auch, Hateful Eight, da habe ich mir besonders den Michael Madsen rausgesucht und habe das eher so bei angelegt, so wie er das gemacht hat. Du nimmst dir einfach ein Vorbild, wenn du einen Western anschaust, so wie gesagt, wie sprechen die, wie ist die Mimik, das ist ja nicht so hektisch, die sind ja eher geerdeter und härter und reden tiefer und eher cooler einfach, also ist jetzt nicht so, sondern halt so ganz, ganz ruhig und weiß ich sein. Also der David, der hat das komplett, also ohne den David wird der Film nicht so gut sein. Der hat das wunderbar gespielt, der Johannes genauso. Auch wenn er jetzt nicht viel Text gehabt hat, hat er aber wirklich auch alles gegeben, war total da. Also die Präsenz war vorhanden. Und bin dankbar, dass ich mit denen arbeiten durfte. Und ich hoffe, dass ich mit denen in Zukunft noch einmal arbeiten kann. Weil von denen kann man viel lernen. Primär wird der Film jetzt nicht so klassisch auf YouTube und Vimeo laufen, so wie es die meisten Künstler machen. Ich möchte zuerst einmal den Film auf Festivals bringen. Also schön wäre zum Beispiel so eine Berlinale oder Cannes Kurzfilmfestival. Das wär ein Wahnsinn, ja, wenn sowas passieren wird. Das heißt, der Film wird jetzt einmal noch nach der Fertigstellung circa ein Jahr auf Festivals wandern. Und sobald dieses Wandern bei den Festivals abgeschlossen ist, werde ich den Kreis dann enger ziehen und wir werden dann uns auch kleinere Festivals anschauen, die auch dann in Österreich sind. Ja. Also geplant ist, dass der Film, also er wird in deutscher Sprache ganz normal rauskommen. Wir werden aber auch separat noch dazu ein englisches Dubbing machen und wenn wir lustig sind, vielleicht sogar ein tschechisches Dubbing, weil ich ja eigentlich tschechische Wurzeln habe und würde es eigentlich schade finden, wenn man es nicht umsetzen würde, wenn man es umsetzen kann. Ne? Also so schwer wäre es ja nicht. Also werden wir es höchstwahrscheinlich auch in einer tschechischen Version auch noch rausbringen. Das Projekt wurde unterstützt vom Land Niederösterreich und vom Land Kärnten. Von denen haben wir die Förderung bekommen. Durch die beiden konnten wir dann das Projekt auch realisieren. Ja, anschließend würde ich gern mich bedanken bei allen Unterstützern, bei allen Förderern, dass sie uns ermöglicht haben, das Projekt zu realisieren. Es war eine sehr, sehr spannende Zeit und vielen Dank nochmal für das Vertrauen. Und ja, danke ans Team, ganz, ganz herzlich. Also ohne euch wäre das nicht möglich gewesen, es in der Form umzusetzen, wie wir das also zu sehen bekommen, sehen werden. Ein großes Dankeschön an Oliver Lucha natürlich. Ohne ihn wäre das nur absolut gewesen. Und ja, dann wollen wir noch danken. Ja, danke auch an den Besitzer dieser Berghütte. Danke für das super gute Hirterbier. Hat uns sehr geschmeckt, dass dann nach Drehschluss, also am Ende des Tages, durften wir genüsslich ein Bier trinken. Es blieb auch nur bei einem. Und das war, ja, ich rede so viel, es war wunderschön. Ja, jetzt ist scharf. So, was ist dein Statement dazu? Was ist dein Statement dazu? Sag. Cowboy sein ist Arsch.